Ich stehe jetzt direkt hier am Tatort. Hier wird der neue Tatort aus Ludwigshafen gedreht. Und im Hintergrund wird die Leiche gefunden. Das ist genau der Platz, wo gleich die Kommissare auftauchen. Wir zeigen euch mal Eindrücke hinter den Kameras und vom Set, was hier alles passiert und wie spannend es ist. Ton ab. Achtung, wir drehen. Und bitte. Richtig, das war vermutlich wieder Sacharow und der gleiche Schütze wie beim letzten Mal. Parker-Typ, der am Bahnhof hinter Lou Wolf her war. Nur mit Loch im Parker. Es ist wieder Tatortzeit in Ludwigshafen. Neben mir steht Mario Kopper, allen bekannt hier in der Region sozusagen, aber eigentlich Andreas Hoppe. Hallo. Hallo, freut mich. Ja. Uns auch. Es wird Tatort gedreht. Im Hintergrund sehen wir eine von den vielen Szenen, die im Film vorkommen. Um was geht's denn? Wollen Sie uns kurz bitte aufklären? Na, es geht um eine alte Tat, um Drogenhandel. Es geht um alte Seilschaften und mehr, glaube ich, will ich nicht verraten. Es ist auf jeden Fall spannend und wie Sie hier sehen können, dieses wunderbare Motiv hier sieht natürlich großartig aus. Das ist ein tolles Filmmotiv. Auf jeden Fall. Es ist einiges wieder geboten dieses Jahr. Stars am laufenden Band sind wieder mit dabei. Das zeichnet den Tatort immer wieder aus, ja? Ja, das ist klar. Wir haben also einen tollen Kollegen mit dabei. Das macht viel Spaß und kann nur sagen, ist super. Die Zusammenarbeit seit Jahren immer wieder toll. Wir haben gesehen, es wurden nur noch zwei produziert. Vor einigen Jahren drei, jetzt nur noch zwei im Jahr. Was ist da los? Wir haben eine Zeit lang sogar vier produziert mal. Ja. Und dann sind wir wieder auf drei und jetzt machen wir zwei. Ja, das ist einfach das ist der Lauf der Zeit. Weswegen, kann ich auch nicht genau sagen. Okay. Was für uns natürlich ganz schön ist, man hat Zeit für andere Sachen. Man kann noch andere Dinge mal ausprobieren und sich da engagieren. Und das ist natürlich auch ganz schön. Also man muss die positive Seite davon sozusagen sehen. Absolut. Also Zeit für was Neues sozusagen. Das Leben ist nicht nur Tatort. Nee, natürlich nicht. Das wäre ja auch zu kurz, weil ich meine, so einen Tatort haben wir für 5 Wochen. Und bei 2 Tatorten sind das 2x5 Wochen. Da kann man noch eine ganze Menge übers Jahr machen. Ne? Und das sollte man. Also ich bin neugierig, von daher. Der 61. Fall wird gedreht in Ludwigshafen. Neben mir die Kommissarin Lena Odenthal, hallo. Die Kommissarin, hallo. Ja, schön, dass es wieder soweit ist. Was macht die Arbeit am Tatort so interessant? Das ist eigentlich jedes Mal aufs Neue ein kleiner Kitzel um, wie ist die Geschichte, wie ist das Buch, wie ist der Regisseur, was wollen wir umsetzen, was wollen wir erzählen, wie wird besetzt, kann das spannend werden, können die Figuren sich dadurch weiterentwickeln, gibt es schöne Momente zu spielen, gibt es Zoff, gibt es Action, gibt es Schießereien, gibt es wirklich einen Grund, jemanden zu überführen. Also das sind alles Fragen, die man bei der Buchbesprechung dann eben erörtert. Und es steht und fällt tatsächlich alles mit einem guten Drehbuch, mit einer guten Geschichte, wo wir uns als Figuren wohlfühlen, wiedersehen, also wiederfinden und wo es was zu spielen gibt. Letzte Frage, wie bereiten Sie sich vor? Wie wird das Drehbuch gelernt? Da hat jeder seine eigene Methode. Wie ist es bei Ihnen? Wo machen Sie das am liebsten? Ich mache das am liebsten zu Hause, wirklich im stillen Kämmerlein, erstmal mit mir alleine und wenn ich Gelegenheit habe, schnappe ich tatsächlich meine Freundin und die darf mich dann einfach mal ganz pur abfragen und das ist ganz gut, wenn man nämlich mit jemand anders dann nochmal darüber spricht, merkt man an Stellen, die unlogisch sind, dass man die Sätze vielleicht nochmal umformulieren sollte oder da tut sich eine Frage auf, weil da was unlogisch ist. Das ist ganz gut, darüber mit anderen auch zu reden und das mache ich gerne. Und hier in diesem Fall hatten wir mit Jobst Oetzmann auch eine Leseprobe in Berlin. Das heißt, alle Schauspieler sitzen an einem Tisch und man liest einmal das ganze Stück und kann über alles reden, was da unklar ist und wie die Beziehungen zueinander sind. Und dann fängt man an zu lernen. Okay, wunderbar. Dann wünschen wir Ihnen noch ein glückliches Händchen für den nächsten. Vielen Tatort. Vielen Dank. Danke Ihnen. Danke. Ciao. Ciao. Das neue Gesicht beim Tatort Ludwigshafen, die Fallanalytikerin neben mir. Hallo, ich grüße Sie. Hallo.
Immer wieder spannend zu sehen, wir haben gerade eben zuschauen dürfen, eine kurze Szene, welche Perfektion hier an den Tag gelegt wird. Ja, das freut mich, wenn Sie das so empfinden. Ja. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie schon voll in der Rolle drin? Wie fühlt man sich jetzt mittlerweile zum festen Stamm dazuzugehören? Es ist ein ganz tolles Gefühl. Es ist jetzt mein 4. Tatort. Ja. Ich habe noch lange nicht das Gefühl, ein alter Hase zu sein, aber es ist jetzt auch nicht mehr so, dass ich die Nacht vorm Dreh nicht schlafen kann oder so. Ja, und ich fühle mich sehr wohl in dem Team und das klappt gut mit der Konzentration und mit der Perfektion, wenn Sie so wollen. Also das ist echt ganz fein für mich. Und die Rolle ist Ihnen so ein bisschen auf den Leib geschrieben sozusagen? Denken Sie, ja. Sieht man zumindest beim Spielen. Also Sie gehen darin voll auf, oder? Ja, mir macht die Rolle echt großen Spaß. Total viel Spaß. Also ich mag das gerne, wenn die Charaktere so Ambivalenzen haben und wenn das auch nicht immer alles super sympathisch rüberkommt, durchaus mal den Leuten irgendwie auch auf die Nerven gehen oder irgendwie ein bisschen schnippisch sein oder vorlaut oder wie man das nennen will. Das macht mir großen Spaß. Das heißt also, wir können Sie noch hoffentlich ganz, ganz lange hier im neuen Ludwigshafener Tatort dann auch wieder sehen, ja? Das hoffe ich auch. Ich denke doch. Vielen Dank fürs Interview. Ja, gerne. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Der Produzent neben mir, Nils Reinhardt, ich grüße Sie, hallo. Hallo. Ja, Historie trifft Moderne. Hier in Ludwigshafen an der Tortenschachtel, der neue Tatort wird gedreht. So ist es. Wir freuen uns sehr und ja, es ist eine ganz eigene Atmosphäre. Toll. Absolut. Wir haben es eben von drinnen begutachten dürfen. Wir waren exklusiv mit dabei, jetzt von außen. Man kennt ja die Location, aber wie seid ihr überhaupt drauf gekommen? Was ist denn da passiert? Ja, im Prinzip war es so, dass ich mit der Drehbuchautorin, der Dagmar Gabler, durch Ludwigshafen gelaufen bin. Die hat sofort gesagt, ich schreibe euch einen Tatort und will dann aber auch die Stadt vorher kennenlernen. Und die ist hier rumgestreunt und hat geschaut und hat diese Atmosphäre aufgesogen. War also auch bei der Tortenschachtel, war am Bahnhof und war so begeistert und sagte, da mache ich so einen Film Noir draus, ich schreibe euch was. Und dadurch ist das dann jetzt quasi entstanden, der 61. Fall für Lena Odenthal. Genau, richtig. Sie hat schon viel erlebt und ja, jetzt trifft sie einen Geldeintreiber hier und das wird sehr spannend. Und Prominenz, wohin man schaut, auch in dem Tatort wieder. Die bekannten Gesichter sind mit dabei und natürlich auch wieder neue Stars. Genau, Jürgen Vogel, das ist ganz klasse, wir freuen uns sehr. Der spielt quasi die Hauptrolle in diesem Tatort, den Lou, einen ehemaligen Geldeintreiber. Und Lena Odenthal dockt an ihm an, man weiß nicht genau, ist er ein böser Hund oder ein netter Kerl. Er hat ein Geheimnis und das ergründen wir gemeinsam mit Lena. Also die 90 Minuten wieder vollgepackt mit Spannung, Action und natürlich auch sehr viele, ja, Bilder von Ludwigshafen eigentlich, auch dieses Mal besonders. Genau, wir sind eigentlich fast 2 Wochen hier, drehen Tag und Nacht rund um den Berliner Platz, eben auch in der Tortenschachtel, die leider bald abgerissen wird. Und ja, Ludwigshafen ist so ein bisschen der heimliche Star des Films, die Atmosphäre schwappt überall rein, das wird was Besonderes. Und es tut auch keinen Abbruch, immer wieder Ludwigshafen, leider nur 2-mal im Jahr. Aber wie gesagt, an Abbruch der Zuschauer tut es überhaupt nichts an. Nee, gar nicht. Lena ist etabliert, Kopper auch, alle sind glücklich und ja, es gibt nach wie vor spannende Geschichten in Lou. Wird es da noch was Neues geben? Was ist geplant? Der nächste Film ist in der Mache, haben wir schon erfahren, exklusiv. Genau, dazu verrate ich noch nicht so viel. Ich kann nur sagen, die Lisa Bitter, die ja auch als Dritte im Team dabei ist, ist auch wieder dabei. Und wir werden auch sehr viel hier in der Innenstadt wieder drehen wollen. Ja, es wird spannend. Oh, es kommen tolle Zeiten auf uns zu. Ja, also freuen wir uns sehr. Wir wünschen ein glückliches Händchen und viel Erfolg für den Film. Vielen Dank. Gerne. Das sind meine Eindrücke vom Tatort-Dreh hier aus Ludwigshafen. Wir freuen uns, wenn der Film endlich ins Fernsehen kommt. Halten euch auf dem Laufenden. Bis demnächst. Tschüss.